Hallo Leute, willkommen bei unserem kleinen Einblick in Heroes of the Storm 2.0, was da jetzt endlich draußen ist und von mir lange erwartet wurde. Mit mir dabei ist der Yannick. Ja, moin. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich Heroes of the Storm erst seit ein paar Tagen spiele, aber der Dominik hat mich echt dazu überredet und ich muss echt sagen, das Spiel begeistert mich. Deswegen überlasse ich auch dem Dominik erstmal so ein bisschen das Wort. Der erzählt euch jetzt erstmal so ein bisschen, was alles so neu ist und anschließend reden wir einfach mal so ein bisschen darüber und ja, würde ich sagen, Dominik, du hast das Wort. Vielen Dank. Alter. Vorweg, ich weiß nicht, wie viele von euch auch Heroes of the Storm kennen. Es hat sich jetzt mit dem großen Update vieles geändert. Früher war es so, du hattest ganz normal dieses normale Spielen und halt den Shop, wo du verschiedene Skins kaufen konntest. Sehr stark angelehnt an LoL oder Dota. Genau, ja. Also im Prinzip nur so ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, billiger Abklatsch, der halt von Blizzard auf den Markt gehauen wurde, um halt auch an diese MOBA-Genre-Serie ranzukommen. Was allerdings nicht so erfolgreich war, wie man gesehen hat. Das war jetzt nicht so dieses ultra gehypte Spiel, sondern konnte halt mit einem LoL oder mit einem Dota 2 definitiv nicht mithalten. Von der Größe her. Auf keinen Fall. Der Punkt ist halt auch, das Spiel ist seit 2015 im Prinzip auch in Anführungsstrichen erst draußen. Hat sich außerdem schon vor diesem großen Update 2.0 sehr viel getan. Sie haben neue Maps rausgehauen, sie haben neue Charaktere in allen möglichen Arten und Weisen rausgehauen. Das stimmt, da muss man halt echt sagen, das ist halt typisch Blizzard. Die hauen halt echt viel Content für ihre Sachen raus und das ist halt auch eine der positiven Sachen an denen. Also ich müsste lügen, also ich glaube, dass so irgendwie knapp alle zwei Wochen gefühlt ein neuer Held draußen war. Also das war echt, an Content war da in letzter Zeit echt viel los. Aber gut, die große Frage ist natürlich, was ist neu, warum Heroes of the Storm 2.0, was ist daran so besonders, was hat sich Großes geändert? Und genau das wollen wir euch jetzt zeigen. Genau. Fangen wir erstmal an mit den Spielerleveln und den Charakterleveln. Vorher war es so, du hattest als Spielerlevel, also dein Accountlevel, war maximal bis Level 40. Danach war es uninteressant. Das hat sich jetzt geändert, es gibt jetzt keine festen Account-Level mehr, sondern es gibt jetzt im Prinzip nur noch, also es gibt kein direktes Level-Cap mehr, sondern es wird jetzt alles daran angepasst, welches Level sämtliche deiner Charaktere haben. Also sprich, desto mehr Charaktere man auf hohem Level hat, desto höher ist auch der eigene Level. Zu diesem ganzen Gelevele komme ich später nochmal genauer. Der eigentliche Hintergrund davon ist einfach, dass wenn man jetzt ich zeig's euch mal kurz. Auf so eine Runde spielen geht, sieht man halt hier zum Beispiel jetzt bei mir jetzt die Lost Vikings. Gibt's hier unten diese kleinen Quests. Momentan läuft die Nexus-Herausforderung, klar, Nexus-Herausforderung 2.0, aber das kommen wir auch noch später drauf hinzu. Tägliche Quests, da hat sich leider nichts dran getan. Hätte ich mir ehrlich gesagt auch eine kleine Änderung gehofft, dass es mit der Belohnung da ein bisschen anders ausgesehen hätte. 200 Gold für zwei Spiele mit einem Diablo-Helden, gut, ist jetzt auch nicht so, das ist wirklich viele Geld. Viel interessanter ist ganz unten diese drei verschiedenen Quests, die dauerhaft laufen. Bei mir zum Beispiel erreiche Heldenstufe 5 mit Muradin, dann erreiche Heldenstufe 5 mit Nasibo und erreiche Heldenstufe 5 mit Asmodan. Es motiviert halt deutlicher, das Spiel zu spielen, sag ich mal, wenn du wirklich so öfters hast du halt so Erfolgsbelohnungen, sage ich mal, weißt du? Du zockst und hast halt mehr Belohnungen als vorher, weil da war das dann, wie gesagt, Sommer hat das Maximallevel erreicht und das war's dann auch, weißt du? Da hat man noch seine täglichen Quests gemacht, um sein Gold so ein bisschen zusammen zu farmen, aber das war's dann auch. Man musste für Skins Geld bezahlen, man musste für Helden Gold bezahlen und Geld, glaube ich, das ging beides, ne? Mhm. Und das ist jetzt anders gemacht. Dazu kommen wir aber auch nochmal später. Genau. Das, was ich vor allem besonders schön finde, ist, man kann jetzt hier gleich sehen bei den Charakteren, okay, wenn ich ihn auf Level 5 bringe, bekomme ich nochmal 500 Gold und auf Level 10 bekomme ich nochmal eine Beutetruhe für Asmodan. Diese Beutetruhen, die Beutetruhen für Level 10 sind auf jeden Charakter abgestimmt. Das heißt, bei Beutetruhe für Asmodan bekomme ich logischerweise natürlich nur Sachen, die auch zu Asmodan gehören. Seien es Banner, seien es Emojis, seien es Skins, seien es Sprüche,
Schlag mich tot, was es mittlerweile alles neu gibt. Das zeige ich euch aber auch gleich nochmal alles in so einer schnellen, groben Übersicht. Wollte ich gerade sagen, du redest jetzt hier von den Beutetruhen, dann sollst du vielleicht auch mal ein bisschen was darüber erklären, weil das ist ja auch alles komplett neu jetzt. Ja, ja, das zeige ich ja gleich noch. Gut. Immer schön die Füße stillhalten. Was es halt auch noch neu gibt, sind im Prinzip hier diese, was heißt neues, Anführungsstrichen, diese Heldenporträts. Und das Gute, es gibt nochmal das Heldenporträt für Stufe 5 und ein Elite-Porträt für Stufe 15 und dann ein Elite-Spot-Emote, für Stufe 15. Das ist neu, weil klar, Emotes sind jetzt erst neu dazugekommen. Kommen wir zu den Truhen. Das, was ich eben gerade schon angesprochen habe, von wegen klassenspezifische Truhe, gibt es auch allgemein. Für Levelaufstiege zu bestimmten Meilensteinen kriegt man Truhen. Es gibt Truhen in verschiedenen Größen. Es gibt die normalen Beutetruhen. Es gibt seltene Truhen. Es gibt epische Truhen. Und dann gibt es noch eine hohe Stufe höher, legendäre Truhen. Genau. Der Inhalt passt sich immer der Truhe an. Das heißt, bei einer Beutetruhe sind ganz normal irgendwelche Trash-Sachen drin. Bei der seltenen Truhe sind immer mindestens eine seltene Sache drin. Bei der epischen Truhe immer mindestens eine epische Sache. Und bei der legendären Truhe, klar, ihr könnt es euch denken, mindestens eine legendäre Sache. Schauen wir mal rein. Ich mache jetzt einfach mal so eine normale epische Truhe auf. So, zack, haben wir 4 Sachen. Man kann schon auf der Rückseite im Prinzip sehen, hier, das ist eine seltene Sache, das hier ist die epische Sache und das hier sind 2 ganz normale Common-Dinger, also diese normalen Sachen. Haben wir jetzt einen gewöhnlichen Spruch bekommen für... Es ist vollbracht. Tyrael ist das, genau, ich muss gerade gucken, vom Bild her konnte ich nicht sagen, ob es Aurel oder Tyrael ist. Dann hier nochmal was jetzt, das ist Aurel. Höchst erfreulich. Ein Spruch, ja, schön. Hier die seltene Sache, den tyrannischer Kaiju Diablo Skin. Episch. Ja, super. Ein Albino Mümmel-Murky-Skin. Das ist das Ding, glaube ich, was ich unbedingt haben wollte. Geil. Ich spiele so gern Murky, da musste ich jetzt unbedingt diesen epischen Skin haben. Ah. Das ist doch schön. Kannst dich doch freuen. Für mich wäre es jetzt nichts. Jetzt könnte ich sagen, neuer Versuch. Würde mich jetzt 500 Gold kosten. Und ich würde im Prinzip einen neuen Loot bekommen. Möchte ich jetzt nicht machen, weil ich sage, ja gut, komm, hier, nehmen wir mit. Ist okay, hatte ich noch nichts doppelt von. Der Punkt ist, um jetzt mal ein bisschen in Richtung Währung zu kommen, wenn man was doppelt bekommt, bekommt man sogenannte Splitter. Die seht ihr hier oben dann rechts bei neben eurem Charakterporträt. Aus diesen Splittern könnt ihr euch später in den Sammlungen verschiedene Sachen im Prinzip freikaufen. Ja. Zum Beispiel jetzt hier bin ich jetzt mal gerade bei Reittieren direkt auf magisch. Dann gibt es hier dieses Meisterschaftsbanner 2017. Würde mich jetzt 100 Splitter kosten. Das heißt, wenn ich oft genug Sachen doppelt habe, könnte ich mir irgendwann genug Splitter zusammenfarmen, um hier so tolle Sachen zu kaufen. Die Preise variieren ganz unterschiedlich. Hier 400 unter Pferde, auch 1600 für so ein toxischer, dämonischer Höllenhengst. Ich muss persönlich sagen, ich finde die Dinger recht geil, also vom Aussehen her. Es gibt jetzt auch einen Arsch voll verschiedener Skins und Tiere, die es einfach vorher nicht gab. Ja. Es gibt jetzt so viel mehr, wo man sich einfach jetzt alles das raussuchen kann, von wegen, mit Tyrael Streitfrost eine Elfenbeinrüstung kann ich bestimmt besser kämpfen, mache die Gegner noch besser Platz, als ich sowieso schon mache. Aber das hängt halt von jedem selber auf, wie er es macht. Wenn man sagt, geil, ich brauche unbedingt diesen kleinen visuellen Scheiß, und ich bin da so einer, ich brauche sowas. Das ist nämlich genau der Punkt. Also mir geht's da auch nicht anders. Ich bin einer, der braucht unbedingt diese ganze visuelle Kacke. Ja, stimmt. Jeder andere kann sie sparen und sich davon irgendwann mal andere tolle Sachen kaufen. Das stimmt. Die lassen sich da bestimmt mal was ein. Genau, also man kann sich Skins kaufen. Zum Beispiel hier bin ich gerade auf Abatur. Könnte ich mir das Pyjama-Tour kaufen für 1600 Scherben. Aber auch da ist halt wieder das gleiche wie in LoL, ne? Es sind halt nur Skins. Man hat keinen Unterschied davon. Der Charakter wird nicht stärker, nix. Es ist einfach nur wirklich das Aussehen. Dann haben wir noch diese normale alte Währung, Gold. Hat sich nicht viel verändert im Prinzip. Man kann jetzt immer noch sagen, hier, okay, ich möchte gerne meinen Helden kaufen. Jetzt zum Beispiel hier Genji für 15.000 Gold. Geht bei mir leider gerade nicht so ganz. Ich habe 14.960 Gold. Ein bisschen ärgerlich, wenn ich ehrlich bin.
Aber wie gesagt, Gold hat sich nicht viel verändert. Gold bekommt man auch immer noch, wie vorher, auch ganz normal durchs Leveln von den Charakteren. Und halt durchs Abschließen von Quests etc. pp. Was interessanter ist, ist jetzt die neue Ingame-Währung Juwelen. Können wir mal kurz gucken. Wenn wir uns jetzt hier in einem Juwelenshop mal angucken, wie viel solche Juwelen eigentlich kosten. Ne? 260 Juwelen für 2,49 €. 12.400 Juwelen für 99,99 €. Also, runden wir auf. 12.500 Juwelen für 100 €. Bekommen wir dazu noch ein tolles Himmelsross als Dankeschön dazu, dass wir gekauft haben. Ja, sehr geil. Jetzt ist die Frage, wie viel kann man sich von, ich sag jetzt mal, 100 € zum Beispiel gönnen? Ne? Was für Möglichkeiten hat man da? Ne? Das ist die große Frage. Was zum Beispiel so eine Sache ist, vorher, wenn neue Skins für Helden rausgekommen sind, war das so, okay, der Skin kam raus, der hat dann vielleicht 10 € gekostet, ne? Man hat dann das Geld dafür ausgegeben und war glücklich mit dem Skin. Jetzt ist es natürlich so, man kauft sich hier diese Juwelen und kann nur manche Skins von diesen Juwelen kaufen, nicht jeden, ne? Und das ist natürlich dann so eine Sache, da wird man dann halt wieder dazu verleitet, sich diese Beutekisten zu holen und da halt zu hoffen, dass man vielleicht den einen Skin dafür hat. Und das ist halt so eine Sache, weil ich sag mal so, Heroes of the Storm hat ja auch nicht gerade wenig Helden, ne? Das heißt, da braucht man auch ein bisschen Glück. Ja, du hast vollkommen recht. Heroes of the Storm hat viele Helden, hat viele Skins dementsprechend. Klar, man kann sich die Skins direkt, beziehungsweise die Helden direkt kaufen. Ich rechne das lieber erstmal im Prinzip an den Truhen selber. Was ich schon mal schade bis kacke finde, irgendwo so diesen schmalen Grat dazwischen befinde ich mich irgendwie in meinen Gefühlen in diesem Bezug, dass man sich nur diese Classic-Beutetruhen kaufen kann. Ich hätte mir sehr gewünscht, wenn man sich auch seltene, epische Truhen oder halt sogar die legendären Truhen kaufen kann. Klar, dementsprechend teurer, aber gucken wir uns mal die Beutetruhen an. Ne, kaufen eine Truhe 100 Diamanten, ey, ganz ehrlich, das kostet an sich nichts. Man kann sich die Diamanten auch erspielen. Man muss im Prinzip, man muss kein Geld in dieses Spiel stecken. Naja, aber man muss halt so überlegen, mal. Also für 2,49 € kriegst du 2 Truhen, weil du kriegst 260 Diamanten und 60 bleiben dann halt über, ne? Ja. Also, es sind ganz normale Standardpreise, wie man sie jetzt zum Beispiel auch in Overwatch findet. Da gibt es ja auch die Lootboxen. Es ist halt, was ich jetzt auch nochmal so sagen wollte, die haben halt vieles aus Overwatch übernommen und das in Heroes of the Storm reingepackt, weil man sieht halt Overwatch, das Konzept läuft, ist ein sehr beliebtes Spiel und genau dasselbe versuchen sie halt jetzt mit Heroes of the Storm 2.0 aufzubauen. Ja. Das ist halt so meine Meinung dazu, so ja, sehe ich das halt. Sehe ich auch ganz genauso. Sie haben halt gemerkt, sie müssen irgendwie ihre eigene Community ein bisschen verstärken. Was macht man? Nimmt das Spiel, was mit am besten läuft, was recht frisch ist, was eine große Community hat, das war Overwatch. Ja. Weil WoW ist schon drin mit den ganzen WoW-Helden, Diablo ist drin mit den ganzen Diablo-Helden, StarCraft 2 ist drin mit den ganzen StarCraft-Helden. Ja gut, jetzt haben sie den neuen Schritt mit Overwatch gemacht. Und es kommt gut an, würde ich mal behaupten. Um aber nochmal vorher jetzt auf die Truhen zurückzukommen, bevor wir jetzt gleich weitergehen zu den Sachen, die jetzt aus Overwatch implementiert wurden. Man muss sich mal überlegen, für 100, ich gebe jetzt 100 € für dieses Spiel auf, kauft mir diese knapp 16.000. Ja, ich weiß, ich runde jetzt nochmal extremer auf. 16.000 Diamanten kann ich mir knapp insgesamt 160 Truhen von kaufen. Weil ich bekomme für 4.000 Diamanten 52 Truhen. Mhm. Das heißt, ich habe 160 von diesen normalen Beutetruhen. Schlag mich der Teufel, wie viele Sachen ich dann doppelt und dreifach und fünffach haben werde. Ja, natürlich. Und mit Glück, ich weiß halt nicht, wie die Drop-Rates hier sind, mit Glück seltene bis epische Skins und vielleicht auch einmal in diesen 160 Truhen einen legendären Skin haben werde. Ja, das hast du bestimmt. Also ich hatte eben meine 5 Truhen aufgemacht, die man da zum Start jetzt bekommen hat und da hatte ich einen epischen Skin, hatte ich halt Glück, wirklich, hatte ich einen epischen Skin rausgezogen, ansonsten halt immer normale oder seltene. Also ich glaube schon, dass die Droprate jetzt nicht gerade gering ist. Nee, also das, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das wird die Erfahrung zeigen, das wird jetzt zeigen, was jetzt alles so an Drops kommt. Kann man jetzt so nach den ersten 3-4 geöffneten Loot-Truhen nicht sagen. Um jetzt aber auf das eigentliche Neue zu kommen. Es ist eigentlich im Prinzip wirklich alles in diesem großen, dicken, fetten Button-Sammlung hier drinnen. Ja, das stimmt. Das alte ganz normal, man hat immer noch so ein empfohlen Ding. PS, früher hieß Sammlung Shop. Ist im Prinzip das gleiche, nur schöner genannt. Ja.
Man hat immer noch so empfohlen von wegen, was wird einem vorgeschlagen, was man sich unbedingt holen soll. Dann gibt's die Helden, welche Helden man gerne alle haben möchte. Dann gibt's die Skins zu jedem einzelnen Helden. Und dann gibt's halt noch die Porträts für seinen Account und halt die Stimpacks. Im Prinzip sowas wie ein Abonnement von wegen, ne? Für 30 Tage Stimpack bekomme ich doppelt so viele P und Gold für diese 30 Tage. Da gibt's halt ein 7 und 360 Tage. Kann man sich halt auch alles mit Juwelen kaufen, sprich man kann es sich auch in-game verdienen. Und jetzt, ihr habt wahrscheinlich schon gerade an meiner Mausführung gesehen, von da bis da. Beziehungsweise Reittiere gibt es ja noch, gab es ja vorher auch schon, nur halt mehr. Und dann hier hinten Porträts weitergemacht. Also was ist neu? Banner sind neu, Sprays sind neu, Ansager sind neu, Sprüche sind neu, Emojis sind neu. What the fuck? Es Banner? Ist halt... Ja. Wäre du? Es ist halt, wenn man das jetzt mal so alles sieht... Genauso wie in Overwatch, ne? Die haben sich halt so die Sachen genommen, haben jetzt so geguckt, was man so alles besser machen kann, was man so übernehmen kann. Und ich meine, Sprüche gibt es in Overwatch, Emojis, Sprays, Banner jetzt nicht, ne? Das ist. Nee, das ist eine große Neuerung, das stimmt. Wie läuft denn das mit dem Banner? Ich glaube, wenn man mal so ein Gebäude oder so zerstört, ne? Genau. Dann stellen die da automatisch auf. Wenn du im Prinzip derjenige bist, der den Last Hit auf zum Beispiel so eine Festung setzt, oder derjenige bist, der als letztes im Prinzip. Diese letzte Millisekunde von dem Balken, um ein Lager einzunehmen, gesetzt hat. Immer in solchen entscheidenden Situationen wird dein Banner gehisst, was du ausgewählt hast. Bisschen Saltiness versprühen dann. Ja, das ist... Ich verstehe es nicht ganz. Ich sag, ey, geil, komm, ist ein Banner. Aber ganz ehrlich, wenn 5 Leute von deinem Team auf so eine Festung drauf einkloppen, ne? Derjenige, der Last Hit setzt, bekommt halt das Banner gestellt. Es ist halt einfach nur auch kosmetisch, sage ich mal. Ne? Ja, es ist kosmetisch, aber es ist in meinen Augen so eine Kosmetik, wo ich sage, darauf hätte ich gut verzichten können. Es ist halt wirklich extrem unnötig. Da finde ich zum Beispiel schon, jetzt mal um auf die nächste Kategorie zu kommen, Sprays finde ich da schon ein bisschen sinnvoller als die Banner. Weil damit kannst du richtig salten. Das stimmt, ja. Mal gucken, ob ich gerade mal spontan eins finde. Ich hatte vorhin schon mal kurz rüber geguckt, aber ich weiß nicht, wo ich es hatte. So viele Sprays gibt es ja jetzt eigentlich auch noch nicht. Overwatch, die Sprays sind gut. Ja. Die Lucios. Es gibt ja zum Beispiel auch diese animierten Sprays. Und, was ist denn jetzt? Ah, ich bin blind. Da, hier, die Herzen. Dieser Herzenspray. Stell dir vor, du schlachtest einen Gegner und sprayst dann einfach diese Herzen. Und geht's weg. Ich meine, der sieht das ja die ganze Zeit, ne? Halt sehr schön, sehr salty. Richtig schön salty. Aber ansonsten halt viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ist halt wirklich wie in Overwatch. Du rüstest das Spray aus, drückst eine bestimmte Taste, boots, dein Spray liegt auf dem Boden. Mhm. Was ich persönlich ziemlich geil finde, sind die Ansager. Das stimmt. Du kannst jetzt echt aussuchen von wegen, ey, ich bin großer Fan der Warcraft-Reihe, ich bin großer Fan der Starcraft-Reihe oder Diablo-Reihe. Und da finde ich dann die und die Charaktere voll geil. Zum Beispiel hier jetzt Diablo... bei der Diablo-Reihe, den Ansager Diablo. Bereitet euch auf den ewigen Konflikt vor, Sterbliche. Aber ich bin auch genauso ein großer StarCraft-Fan oder Warcraft, fand ich halt auch voll geil. Empfehlung an alle, macht euch Funkelchen rein. Freunde, es ist Zeit zu kämpfen. Macht euch bereit. Also ich glaube, bei mir würde es folgendermaßen ablaufen. Ich würde diese Funkelchen als Ansager haben. Würde mich am Anfang des Matches freuen, dass mich jemand freundlich begrüßt. Spätestens sobald ich sterbe, dieses Scheißvieh von sich gibt. Oh, du bist gestorben. Dafür werde ich dich wohl umarmen. Ich glaube, spätestens dann würde ich irgendwas quer durch meinen Desktop boxen. Wie gesagt, man kann sich ja also ein bisschen personifizieren. Schweres Wort. Ähnliches zu der Personifizierung ist es auch wie mit den Sprüchen. Hier habe ich mir jetzt mal gerade die von Genji rausgesucht. Es ist auch wirklich wie in Overwatch, dass es da auch nur diesen Sprüchen gibt und dann hört das im Prinzip jeder, der gerade in deiner Nähe ist. Na, Mirna! Nimm du Pildmaus! Ich bin eins mit dem Drachen! Ja, habt ihr gehört? Verschiedene Sprüche. Manche auf Deutsch, manche auf Japanisch. Und dann halt noch zu guter Letzt die Emojis. Diese Emojis sind, glaube ich, von der Unnötigkeit her sogar noch vor den Bannern. Da muss ich halt ganz ehrlich sagen, die verstehe ich noch gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie, also
Das sind einfach nur diese Chat-Emojis, es oder was? Es sind fucking Chat-Emojis. Diese Dinger, die bringst du halt einfach nur im Chat. Du kannst zwar halt, du kannst zwar sagen, dass du einen ganz großen Penis hast, wenn du so alle hast, weißt du so, und du einfach alles, alle Emojis raussprayen kannst, die es irgendwie gibt. Vor jedem, den, mit dem du damit angibst, würde ich, glaube ich, einfach nur einweisen wollen. Das ist halt echt ziemlich, ziemlich unnötig. Ich meine, man gibt ja allein mal die Menge. Es gibt 5 Nexus-Skins, du hast von Anfang an alle freigeschaltet, gut. Es gibt 66 Warcraft-Emojis, 28 StarCraft-Emojis, 28 Diablo, 2 Blizzard-Klassiker. Das sind halt, liegt einfach daran, dass das halt hier die Lost Vikings sind. Die hören halt einfach keinem direkten Volk an. Es sind, dann gibt es 8 von Overwatch und 11 verschiedene. Also im Prinzip pro Charakter aus den einzelnen Dingern gibt es irgendwie, glaube ich, 2 Emoji-Packs. Das heißt, du kannst dir wirklich für jeden Charakter fucking Emojis freischalten. Wer macht das? Also ziemlich unnötig. Also das braucht man echt nicht. Ich meine, man muss es jetzt nicht kritisieren, aber das hätten sie sich halt echt sparen können. Es ist halt ziemlich unnötig. Du kannst, das Einzige, was ich wirklich cool finde, du kannst ja mal da unten in den Chat, da ist, da legst dieser Smiley, wo man die Emojis auswählen kann. Ich finde das Emoji GG geil. Das finde ich cool. Das finde ich, das könnte man ruhig dann so am Ende von so einem Match einfach mal schreiben. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ah, ja. Das finde ich ganz cool. Ganz lustig. Ich meine, es ist ein nettes Giveaway, sage ich mal, in dem Sinne, aber man braucht es halt nicht. Nein, man braucht es wirklich nicht. Soweit jetzt die Übersicht zu den einzelnen Neuheiten und in den Sammlungen. Eine Sache hat sich auch noch ein bisschen geändert, und zwar dieses Level-System. Früher hat man, klar, wie es überall ist, die kleinen Stufen, die erreicht man recht schnell. Und dann irgendwie ab Stufe 12 oder 13 hat es einfach Jahre gedauert, bis man einen Charakter wieder gelevelt hatte. Das wurde jetzt Gott sei Dank auch umgestellt. Man levelt jetzt allgemein schneller. Und ab Level 12 ist es auch nicht mehr exponentiell steigend im Prinzip, sondern ab Level 12 braucht man immer gleich viele EP. Also sprich im Prinzip, dass man jetzt nicht so wie früher dann halt 5 Millionen EP braucht, sondern halt nur noch 3 Millionen. Das ist halt auf jeden Fall einfacher und besser gemacht, finde ich. Ja. Ich finde einfach, es ist ein viel größeres Erfolgserlebnis, wenn man schneller levelt. Das stimmt, ja. Ja, also ich persönlich finde es echt gut. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch gerade, weil ich zufälligerweise noch offen habe, Emojis, also und bei unter den Emojis verschiedene, das Emoji-Paket Essen 2 entdeckt. Ich glaube, da ist genau das richtige Emoji für mich dabei. Ein kleiner Salzstreuer. Echt? Ja. Geil. Mit dem neuen Update heute kamen ja nicht nur diese ganzen Neuerungen, die wir euch jetzt im Laufe des Videos gezeigt haben, hinzu, sondern Hanamura, eine Map, die aus Overwatch bekannt ist, jetzt im Prinzip umgewandelt für Heroes of the Storm. Und Yannick und ich wollen euch jetzt einfach mal diese Map zeigen. Wählen Sie Ihre Talente und machen Sie sich bereit zum Angriff. Reflexartig wollte ich schon rechts leben. Weißt du, was mir gerade erst aufgefallen ist, was ich echt cool finde? Ja. Ist, dass der Ansager hier auf dem Schlachtfeld, das ist die Tussi von Overwatch, die da auch immer die Ansagen macht. Ja, das stimmt. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Also wir haben jetzt hier einmal die eine Startbase von Hanamura und hier drüben die andere. An sich komplett gleich aufgebaut. Was auffällt ist, wir haben 2 Lanes im Vergleich zu den meisten Standard-Maps, haben wir 3 Maps. So, jetzt spammen hier die ganzen Leute aus. Nicht wundern, wir lassen uns mal gerade hier 3 KIs gegeneinander klatschen. Was ich auch schön finde an sich im Prinzip, dass die Minions so im Prinzip auch Overwatch angehören, sage ich mal. So, man hat so einen Zenyatta als Magier im Prinzip in der Mitte. Naja, man hat so kleine Omnics, die sich so aneinander. Das ist ja cool. Die Geschütztürme sind auch von Overwatch im Prinzip. Also von der Omnics-Linie her abgeleitet. Das ist halt die tollste Sache. Da sieht man auch oben schon den neuen Helden in Aktion. Tatsächlich, da haben wir einen Gen. So, um jetzt mal euch ein bisschen weiter über die Map zu gehen. Hier ist so zum Beispiel so ein kleines Lager, wo später so Söldner sind. Ah, genau, das bauen sie gerade, sehr schön. Genau, haben wir hier ein Lager und einmal da ein Lager.
Allerdings kommen die mir aus dem Overwatch-Universum jetzt gerade nicht bekannt vor. Sind auf jeden Fall auch wieder Omnics. Ja, das sind wahrscheinlich einfach so abtrünnige Omnics, ja, so in dem Sinne. Hier in der Mitte, wo ich jetzt gerade bin, ist ein Bosslager. Steht auch, Lager erscheint in 3,5 Minuten. Bin ich mal gespannt, was da gleich am Ende stehen wird. Und hier links und rechts daneben sind so kleine Luken. Wenn wir jetzt mal im Prinzip, also klar, ne, die rote Luke muss von dem roten Team eingenommen werden, die blaue Luke vom blauen Team. Beziehungsweise einnehmen ist der falsche Begriff. Es gibt später, ich muss kurz den Standort suchen, spawnt hier Fracht. Genau, hier unten ist auch nochmal so eine Luke und oben auch. Genau, da, jetzt kommt's. Genau. Jetzt geht's nämlich los. Das ist nämlich der Clou bei dieser Map. Man kann nämlich nicht direkt die Zitadelle angreifen, also den Core, sondern man muss sich mit Hilfe dieser Fracht im Prinzip da durchkämpfen. Ich bin mal gespannt, wie das wieder drauf reagiert. Oh, jetzt ist der Transport bereit. Genau. So, jetzt ist es wie in Overwatch. Die Leute müssten jetzt zu den Frachten gehen und die durchpushen. Und gleichzeitig eigentlich versuchen, die gegnerische Fracht aufzuhalten und zurückzupushen. Dass die nicht das Ziel erreicht. Weil wenn die das Ziel erreicht, dann wird halt wird halt geschossen. Halt schon echt cool, finde ich. Es ist halt, die kombinieren halt so zwei Spiele miteinander, ne? So, wenn man das mal so sieht. Also ich persönlich finde es total geil. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Hier oben wird die reine Ware zum Aufgehalten. Und hier unten ist noch alles ganz cool. Da kommt jetzt nur Murky an. Der wird nicht viel machen können. Ja, ich glaube, die schaffen das. Also das blaue Team schafft das eher als das rote. Also Genji und Lucio halten aber gerade gut zu. Na, ja, jetzt haben sie auch locker gelassen. Genau, jetzt schauen wir mal, was passiert da drauf. Zack. Das ist ja geil gemacht. Ein großer Schuss. Ging jetzt auf den Chor, hat man leider nicht genau gesehen. Zack. Das ist im Prinzip das Spielprinzip von der Map. Schon geil gemacht, muss ich sagen. Das muss man Blizzard echt lassen, die haben immer geile Ideen für die verschiedenen Maps. Ja. Das ist halt auch der Unterschied zu Dota und LoL. Ich finde hier sind die Maps dynamischer, weißt du? Hier hat man verschiedene Maps, wo man verschiedene Strategien hat, wie man da vorgeht und verschiedene Ziele. Bei LoL hast du das halt so, du hast immer die gleiche Map, auf der du spielst, weißt du? Und das ist halt das, was ich hier an Heroes of the Storm auch echt geil finde. Ich habe ja schon die ganze Zeit vorhin so geredet, Overwatch, Genji. Es kam nicht nur die Map Hanamura, sondern auch noch Genji mit ins Spiel dazu. Hanamura ist ja, wie man aus Overwatch kennt, ja Genjis Heimat im Prinzip. Deswegen finde ich das echt schön und irgendwie niedlich, dass man gleich gesagt hat, komm, wir machen gleich beides zusammen ins Match. Mhm. Ich will euch mal kurz zeigen, so ungefähr, wie er funktioniert mit den verschiedenen Fähigkeiten. Und wie das gleiche Match. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt einfach mal die höchste Stufe eingestellt. Einfach nur, um euch im Prinzip zu zeigen, was es alle kann. Meine, wir haben jetzt hier erstmal unsere normalen Basisfähigkeiten. Ganz normale Schuriken, das ist so ein normaler Dreierwurf. Ja, so zack, hat drei verschiedene Aufladungen. Dann haben wir hier einmal den Reflekt. Und hier noch so diesen normalen Sprintangriff. Sturmschlag heißt er hier. Die Schlacht geht weit. Auf der Taste D haben wir die sogenannte Kybernetik, weil er ist ja im Prinzip ein Cyborg. Damit kann man ganz einfach hier so Wände überklicken. Zack, ist man drüben auf der anderen Seite. Wo man sonst normalerweise ja am komplett außen rum sein müsste. Ich tut mich in den Kopf. Jetzt werde ich noch kurz die Leute auswählen. Wählt ein Talent. Wählt ein Talent. Wählt ein Talent. So, und hier ist nämlich der spannende Punkt auch in der ganzen Geschichte. Genji hat hier in diesem Spiel zwei verschiedene Ultis. Einmal die normale Drachenklinge, die auch aus Overwatch bekannt, und dann einen sogenannten Kreuzschlag. Ich will euch mal kurz beides zeigen hier in diesem Modus. Wählt ein Talent. Zeige ich euch erstmal die Drachenklinge. Ich warte noch mal kurz, bis sich die Gegner noch mal ein bisschen gesammelt haben, weil sonst macht es keinen Sinn. So, da sind jetzt wieder die kleinen Bots. Hier nochmal die Klinge, zack, perfekt. Kann man jetzt ohne Schaden fahren, auch an den Gebäuden selbst. Und das gegnerische Tor liegen.
So, das war jetzt gerade Drachenklinge. Jetzt zeige ich euch mal, wie ihr euch wählt ein Talent. So, Arthas ist jetzt fast tot. Ich warte mal kurz, bis er schon tot ist und wieder da ist. Das war amüsant. So, zack. Zeige ich mich dazwischen, wo diese Fettfähigkeit kommt. Ich stelle mich jetzt mal die Reichweite der Festung. Na komm, pass mich an. Na, jetzt wurde nämlich nicht eingegriffen. Schade. Zeige ich euch gleich. Ist mein Ding. Ja, jetzt hier die Kreuzklinge. Man sieht ungefähr halt, wie der Angriff verlaufen würde. Wenn ich sage, ist jetzt so ein Effekt. Ah, jetzt bewegen sich alle. So, müssen wir haben und zack. Also man hat im Prinzip einen großen Schadensradius in verschiedene Richtungen. Und kann somit im Prinzip mehrere, also eine große Fläche mit einem kurzen, starken Schlag. Ein Buch wurde zerschmettert. Im Prinzip, was ihr wählt, müsst ihr im Prinzip gucken, wie ihr besser umgehen könnt, was besser zum Spiel passt, wie es gerade die Situation ist. Also ich zeige euch mal kurz, wie jetzt hier da mit dem Reflekt funktioniert. Im Prinzip, ich werde jetzt von den ganzen Gegnern verfolgt, werde angegriffen, zünde W. Und schon sind die Angriffe, die von den Dienern gerade kamen, auf Atoms gegangen. Ich hoffe, man hat es gesehen, dass ich das auf jeden Fall ist das Konzept im Prinzip genauso wie in Overwatch. Der Vorteil ist hier, man kann hier wirklich alles abwehren. Also sei es ein normaler Kanonenturm, sei es Nahkampfangriffe. Ich kann hier wirklich alles abwehren. Ich stelle mich mal kurz hier für so einen Kanonenturm. Zack, 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 hat Arthas von seinem eigenen Kanonenturm im Prinzip Schaden bekommen. Genau. So, und passend zum Start von Heroes of the Storm 2.0 kam dann auch noch ein Cinematic raus. Da sieht man halt, wie Genji gegen Diablo kämpft. Und außerdem gibt es dann noch eine Ankündigung im Cinematic, wie man jetzt sieht, kommt D.Va daher. Das heißt, D.Va wurde so gesehen offiziell für Heroes of the Storm angekündigt. Wann sie allerdings rauskommt, darüber gibt es noch keine Infos. Auf jeden Fall freue ich mich auf sie. Ich bin gespannt, wie man die da einbringen wird. Es wird wahrscheinlich auf jeden Fall ein Tank sein, würde ich jetzt mal behaupten. Halt wie in Overwatch halt auch, ne? Und ja, bleibt abzuwarten, was das gibt. Wie viele Helden von Overwatch allgemein noch kommen. Gehen wir davon aus, dass mit der Zeit alle Helden so nach und nach kommen werden. Als Belohnung dafür, dass wenn ihr euch auch schon gleich am 26.04. eingeloggt habt, also den Release-Tag von Heroes of the Storm 2.0, habt ihr 100 Kristalle umsonst bekommen. Von diesen 100 Kristallen konntet ihr zwischen 4 Megapaketen, heißen sie glaube ich, wählen. Und ja, da waren so einzelne Helden drin. Also was heißt einzelne Helden? Es waren insgesamt 20 Helden pro Box. Manche kamen doppelt vor, also manche Helden hat man halt in verschiedenen Kisten bekommen. Manche Helden gab es halt auch nur in den jeweiligen Boxen. Zum Beispiel haben wir einmal das Heldenpaket für die Assassinen. Da sind da so Sachen drin wie Alarak, Chromie, Graumine, Gul'dan, Kerrigan, Li Ming. Entschuldigung, ich muss gerade die ganze Zeit aufstoßen. Vala ist zum Beispiel noch drin. Zul'jin, wobei Zul'jin auch in mehreren Paketen drin ist. Dann haben wir das Heldenpaket Flex, das ist so ein Multi-Ding, da ist von allem so ein bisschen was drin. Zum Beispiel, was ich persönlich ganz geil finde, Lieutenant Morales ist da drin. Dann Sylvanas ist auch eine sehr gute Kriegerin gegen die ganzen Bots. Zul'jin hier haben wir auch wieder drin. Kerrigan ist auch mit drin. ETC, Diablo, Asmodan. Asmodan ist auch als einziger hier in dem Paket mit drin und die Lost Vikings. Lost Vikings ist so ein bisschen tricky, wer sie kennt, weiß es. Im Stamm auch keinem direkten Blizzard-Universum, sondern sind halt einfach so mit drin. Und ist im Prinzip aufgebaut, man hat drei, also man, Lost Vikings zählt als ein Charakter, aber man hat halt drei verschiedene, die man gleichzeitig steuern kann. Ich selber habe es auch noch nicht gespielt. Werde mich aber schon ziemlich drauf freuen, wenn ich es ausprobiere, weil ich habe nämlich auch dieses Heldenpaket Flex geholt. Ich bin mal gespannt, was die so drauf haben und wie die so abgehen. Dann haben wir das Heldenpaket Tanks und Frontbrecher. Da sind halt die Helden drin, die den großen Schaden fahren, beziehungsweise auch viel einstecken können. Da haben wir halt zum Beispiel einmal Arthas, Diablo auch wieder mit dabei.
Illidan ist ja auch mit drin, wobei das auch eher einer ist, der stark auf Helden geht. Und halt so Geschichten wie Ragnaros, Muradin, Varian, Zarya auch als auch bekannt aus Overwatch. Dann haben wir noch einmal das Heldenpaket Unterstützer und Spezialisten. Da ist mehr so der Wert aufgelegt auf ja, Heal und Support halt. Ne, man sieht es schon, wir haben Auriel, Funkelchen, Johanna, gut, Johanna ist jetzt auch eher kein Heal, sondern auch, klar, da steht es ja Tank. Wir haben Lili als eine gute Heilerin, wir haben Lieutenant Morel als mit einer der besten Heilerinnen, Lucio ist auch wieder hier so ein Pack-Special, also das Lucio gab es nur in diesem Pack zu kriegen. Ne, also nur um halt ein paar zu nennen aus den jeweiligen Paketen, die im Prinzip Blizzard uns geschenkt hat. Ich muss sagen, ich finde das echt sehr geil von ihnen. Und muss auch nochmal hier nochmal fette Props an Blizzard ausdrücken, dass die sich echt Mühe gegeben haben in dem ganzen Ding. Ja, ich war gerade so ein bisschen am Schneiden, ist mir aufgefallen, wir haben noch gar keine Endcard. Yannick ist jetzt halt schon wieder weg. Und gut, seine Meinung habt ihr auch schon so zwischendurch so im Video selbst rausgehört. Er findet es selber auch sehr gut. Hat ja auch eindeutig gesagt, was so ein bisschen unnötig ist, was man sich jetzt hätte sparen können. Ich persönlich muss sagen, klar, ich habe euch auch gesagt, ne, was ich unnötig finde in den Sammlungen, halt teilweise diese Sprays hätte man sich deutlich sparen können. Also nein, nicht die Sprays, sondern die Banner. Die Sprays finde ich sogar noch einigermaßen lustig. Die Emojis, klar, wer es braucht, abgesehen vom Salzstreuer, werde ich wahrscheinlich auch nichts benutzen, wenn ich es habe. Aber so alles in allem ist dieses Heroes of the Storm 2.0 in meinen Augen, ich denke mal, ein Schritt in die richtige Richtung, was Community-Unterhaltung angeht. Es hat sich jetzt nichts im Spiel selbst geändert, sondern wirklich nur im Prinzip so diese Kleinigkeiten mit Skins und Aussehen und allgemein so ein bisschen was für die Optik hat sich ja getan. Hanamura kam mit rein, Genji kam mit rein, zwei riesige Sachen, die Overwatch-Fans auf jeden Fall auch vermutlich sehr geil sehen werden. Was mir so ein bisschen im Spielen aufgefallen ist, dass Genji so eine leicht andere Stimme hat als in Overwatch. Was mich persönlich alles nicht stört, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da eventuell der ein oder andere Overwatch-Fan dran stören wird. Wie gesagt, alles in allem finde ich sehr gelungen. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen dazu. Lasst doch einfach mal einen Daumen da und ein Abo da, damit ihr auch nichts mehr verpasst an Let's Plays und sonstigen Sachen. Haut auch ruhig mal in die Kommentare, was man nach eurer Meinung hätte besser machen können. Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.